Heute zeige ich euch, wie man Touch-Gesten im Web benutzt. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es darum, wie man Touch-Gesten im Web benutzt. Ihr kennt ja normal die jQuery bzw. die JavaScript-Gesten mit ich hover irgendwo rein, hover irgendwo raus, klicke irgendwas an, doppelklicke irgendwas, Keyboard-Eingaben und sowas. Diese ganzen Sachen zu erfassen ist ziemlich einfach. Aber zum Beispiel selbst jQuery hat keine komplette Implementierung in die Touch-Gesten-Geschichte. Es gibt zwar jQuery Mobile, da kann man schon einiges mit machen. Das zu implementieren finde ich persönlich aber sehr, sehr schwer, wenn man nicht gerade wirklich eine Nati, also eine Web-App baut. Und zwar gibt es ein anderes Framework, was ich euch heute vorstelle, was das Ganze ziemlich einfach macht. Und deswegen gucken wir uns das heute mal an. Also, los geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video. Wie ihr seht, geht es heute um HammerJS. Und wem dieser wunderbare Flachwitz hier oben noch nicht aufgefallen ist, hier haben sie als Headline genommen, you can touch this. Ist schon ziemlich cool, muss man sagen, irgendwie. Auf jeden Fall geht es darum, Touch-Gesten zu erkennen. Dieses Framework wurde von drei holländischen Entwicklern, glaube ich, von diesen drei entwickelt und ist ziemlich cool. Also man kann damit die Gesten einmal Rotate, Pinch, Press, Pan, Tap und Swipe erkennen und steuern. Und das werden wir auch heute tun. Wir werden damit nichts Großes bauen, weil grundsätzlich ersetzt es nur oder erweitert unseren Event-Spielraum von zum Beispiel jQuery um diese sechs Gesten. Was heißt, wir haben nicht nur noch Click oder Hover oder wie auch immer, sondern wir haben noch sechs weitere Befehle, die wir nutzen und verwenden können. Und das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich cool und deswegen werden wir das auf jeden Fall auch benutzen. Allerdings, wie gesagt, werden wir damit keine komplexe Mechanik bauen. Wenn ihr damit mal was machen wollt, zum Beispiel einen Slider, der responsive mit Touch-Gesten funktioniert, dann schreibt das unten mal in die Videokommentare, dann schreibe ich das mal auf meinen Zettel. Grundsätzlich geht es heute nur darum, dieses Framework einzubinden und zu verwenden. Wie ihr seht, sind hier unten Beispiele. Das heißt, wir können hier mit dem Tab durch die Bildergalerie wechseln. Hier mit Swipe können wir das Ganze auch steuern, das funktioniert wunderbar. Vor allem diese beiden Tab und Swipe sind extrem leicht zu verwenden, weil Tab ersetzt schlichtweg Klick. Es ist ein und also wirklich eins zu eins dieselbe Mechanik. Und wer sich fragt, warum soll ich einen Tab einbinden, wenn ich Klick schon sowieso verwenden kann, auch responsive im Handy funktioniert Klick ja wunderbar. Schlicht und ergreifend, ihr besitzt mit diesem Framework mehr Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel sagen, wie lange ein Klick dauern soll. Was heißt, ihr könnt sagen, ein Tab muss mindestens 450 Sekunden, Millisekunden dauern, damit es als Eingabe erkannt wird. Das ist sehr praktisch, vor allem bei Handys oder sowas, wo man vielleicht aus Versehen mal irgendwo draufklickt oder ganz schnell beim Hochscrollen auf den Button drückt, was dann vielleicht schon als Klick gewählt wird, aber als Tab halt noch nicht. Und deswegen ist es sehr praktisch bei responsive, also bei sehr responsive ausgelegten Applikationen dafür zu sorgen, dass man Klicks durch Tabs ersetzt, sobald es responsive bzw. ein Touch-Display wird. Warum Swipe praktisch ist, ist, denke ich, bei jedem geläufig. Wir haben zum Beispiel einen Slider. Wenn man das jetzt mal als Slider sieht, können wir hier unten normalerweise drüber navigieren. Das heißt, wenn wir hier links und rechts so einen Pfeil haben, was hier ein Standard für einen Slider ist, können wir diese beiden Pfeile einfach durch Swipe Left und Swipe Right ersetzen und haben dieselbe Mechanik, ohne dass wir zusätzliche Programmierarbeit haben. Wir haben ungelogen vielleicht zwei, drei Zeilen mehr in unserem Code und wir haben dazu halt dann diese Mechanik, die ziemlich cool ist. Pan ist dieses wunderbare Ziehen. Das ist extrem praktisch und ich nutze es, also diese Pan-Funktion nutze ich sowieso, also selbst gerne, wenn ich gar nicht responsive arbeite, beziehungsweise gar nicht auf Touch-Gesten angewiesen bin, sondern schlicht, um dieses Hin- und Herziehen zu ermöglichen, weil das unter diesem Framework sehr performant läuft und teilweise etwas Arbeit erspart, die man sonst hätte. Press bedeutet einfach nur, ihr drückt was und es wird etwas erkannt. Das ist sehr praktisch. Ich habe es aber im Web noch nicht so richtig verwenden können. Und Rotate und Pinch ist ziemlich klar. Also wir können was drehen und was ranzoomen. Diese beiden werden wir uns heute, also beziehungsweise diese drei hier unten werden wir uns heute allerdings nicht angucken, weil schlicht und ergreifend, ich habe keine Zwei-Finger-Eingabe, beziehungsweise mein Monitor hat keinen Touch. Und deswegen kann ich hier diese Sachen nicht testen und auch nicht vorführen. Sie funktionieren aber exakt genauso wie diese drei hier oben, die wir uns heute ansehen werden. Das erste, was wir brauchen, ist, ihr ladet euch hier HammerJS runter. Ihr findet wie immer bei jedem Framework auch eine ziemlich gute Dokumentation hier mit allen beschrieben, also was man hier so machen kann, zum Beispiel welche Funktionen wir hier noch abgreifen können, wie zum Beispiel ab wann wird diese Funktion getriggert, wie lange muss man es gedrückt halten, wie lange darf zwischen zwei Tabs die Zeit vergehen und so weiter. Das ist ziemlich cool und hier steht halt alles auch zu Swipe, wie weit man mindestens swipe muss, damit es erkannt wird und so weiter. Diese ganzen Funktionen sind hier hinterlegt und könnt ihr wunderbar abrufen. Ansonsten könnt ihr auch einfach hier unten auf GitHub,
hier auf GitHub gucken. Da sind auch ein paar Fehler, die es mit dem Framework gibt, aufgelistet. Ansonsten, wie gesagt, ist das Ganze ziemlich cool und ziemlich einfach zu verwenden. Deswegen legen wir jetzt auch direkt los. So, das ist unsere Entwicklungsumgebung. Schlicht und ergreifend, ihr findet hier wie immer eine Index.html, in der habe ich einmal die Hammer.js verlinkt, also das Framework, dann jQuery und dann Touch.js. In der Touch.js werden wir gleich eine ganze Menge bauen, die ist gerade noch leer. Ansonsten sieht das alles gerade so aus wie auf der Seite. Wir haben hier so ein wunderbares Objekt, hier oben so ein grauer Balken. Das heißt, das ist einfach nur dieser Div-Container mit der ID-Objekt. Das ist dieser graue Balken hier und alles, was wir heute machen, spielt sich hier unten in der Konsole ab. Das können wir auch ein bisschen größer machen und ein bisschen ranzoomen, damit man es besser sieht. Und ansonsten werden wir jetzt loslegen mit jQuery und mal ein bisschen was schreiben. Das erste, was wir machen, wir sagen Variable und sagen, wir wollen ein neues Objekt. In dem Fall Variable Objekt und sagen Document, also wir wollen etwas, eine ID in dem Dokument und sagen Object. Ups, Object. So, jetzt haben wir unser Objekt geholt, das können wir uns auch mal ausgeben lassen. Mal sehen, ob es gefunden wurde. Und es sollte jetzt auch alles funktionieren. Das heißt, das Objekt existiert, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt legen wir uns ein neues Objekt an. Und zwar sagen wir legen uns ein Demo-Projekt an, wie auch immer man das nennen will, und sagen New Hammer. Also wir sprechen jetzt mit der Hammer, also mit dem Framework, und legen uns hier unser Objekt rein. Jetzt haben wir den ersten Schritt schon mal fertig und haben jetzt das Objekt hier reingeholt. Das nächste, was wir machen nur das Einfachste als erstes. Und das ist einfach nur, wir sagen wieder Demo und sagen hier On. Das ganz normale On-Click, On, was auch immer. Und sagen Tab. Wir wollen also ein Tab erkennen. Und das Ganze können wir jetzt auch ziemlich einfach umsetzen. Und zwar haben wir hier Tab-Function, geben hier EV, also das Event, geben wir an unsere Funktion weiter. Sagen Konsole, Log und sagen Tab. Das heißt, wenn wir tappen, soll Tab ausgegeben werden. Irgendwas ist hier gerade noch falsch. Ah, wir müssen das wahrscheinlich als document.getElementById und dann müssen wir mit Object arbeiten. So, Object aktualisieren und jetzt funktioniert das Ganze. Was heißt, wir haben hier schon mal Tab erkannt, also wenn wir draufdrücken, funktioniert es wunderbar. Das ist jetzt ein Klick, also da ist kein Unterschied. Also es ist wirklich kein Unterschied zu einem Klick. Wir könnten hier jetzt auch wunderbar Klick verwenden. Es würde jetzt uns noch keine großen Vorteile bringen. Vorteile bringt es, wie gesagt, wenn man diese Funktion hier benutzt. Was heißt, wenn man einfach zusätzliche Variablen hinzufügt, wie zum Beispiel ab einem gewissen Punkt soll es hinzugefügt werden, beziehungsweise nicht mehr existieren und so weiter und so weiter. Das ist aber grundsätzlich die einfachste Herangehensweise. Das nächste, was wir machen, wir wollen jetzt Swipe. Einfach ein Swipe hinzufügen und da können wir zum Beispiel sagen wieder, wir kopieren uns das hier oben einfach mal komplett und sagen hier on Swipe und dann sagen wir hier Swipe. So, wenn wir das Ganze jetzt aktualisieren, passiert bei Tab immer noch Tab und wenn wir swipen, passiert Swipe. Aber wir wissen jetzt ja noch nicht, also wir wissen jetzt, wir haben geswiped, aber wir haben keine Ahnung in welche Richtung. Das ist natürlich relativ schlecht, wenn wir zum Beispiel sagen wollen, wir wollen ein Bild nach links swipen oder das irgendwas nach links oder nach rechts bewegen oder sowas. Und deswegen haben die daran gedacht und haben uns hier verschiedene Funktionen gegeben, zum Beispiel Swipe Left. Wir können jetzt also diesen Swipe-Befehl durch Swipe Left ersetzen und hier sagen Swipe Left. Aktualisieren wir das Ganze mal. Aktualisieren. Und jetzt, wenn ich nach rechts swipe, passiert gar nichts. Wenn ich nach links swipe, Swipe Left. Das heißt, es funktioniert wunderbar. Das heißt, wir können jetzt hier auch sagen, zum Beispiel Up und sagen hier, wenn wir nach oben swipen, soll etwas passieren. In unserem Fall zum Beispiel so. Warum passiert nichts? Heißt es nicht ab? Swipe up, beziehungsweise sagen wir swipe left. Swipe right. Right, kopieren Sie das Ganze mal. Und sagen jetzt hier unten wieder left, dann müsste es... swipe left... So, das heißt, wenn ich das aktualisieren und wir swipe left, right, left, right. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel diese normale Funktion, die die hier jetzt gebaut haben mit dieser Galerie, wo ist es hier? Die können wir wunderbar implementieren. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal ein Framework gebaut, beziehungsweise einen Slider gebaut. Und auf den könnte man das wunderbar anwenden, indem man einfach nur die Funktion, die wir dort hinterlegt haben, wie man zum Beispiel nach links swiped,
also ein Bild nach links oder zurück geht und ein Bild nach vorne geht, einfach hier reinstellt statt dieser Console-Lock und das Ganze würde wunderbar funktionieren. Das Coolere finde ich aber, wie gesagt, ist Pan. Mit Pan kann man ein Bild zum Beispiel so hin und her bewegen und ich finde es auch sehr praktisch, zum Beispiel bei Amazon oder sowas, wenn man so viele Artikel nebeneinander hat und man so zwischen den Artikeln oder zwischen verschiedenen kleinen Bildchen hin und her swipen möchte, dann ist diese Pan-Funktion echt super, damit man so ein bisschen größeren Spielraum hat. Allerdings ist das auch ein bisschen schwerer. Was heißt, das nächste, was wir machen, wir kopieren uns hier erstmal wieder so unsere Demo-Variante und sagen jetzt hier Pan. Wenn wir das jetzt aber machen, bringt uns das noch nicht so viel, weil wenn ich jetzt einfach sage Pan und das bestätige und jetzt hier ziehe, sehen wir zwar, dass es echt oft, also die Funktion wurde jetzt 849 Mal abgefeuert, also getriggert, aber wir wissen noch nicht, was wir da, wir können damit noch nichts machen, weil wir haben ja keine Variablen, wir wissen ja nicht, wie weit wir hin und her geswiped sind. Und das können wir aber ziemlich leicht rausfinden. Und zwar können wir jetzt einfach sagen, wir nehmen das Event, was wir also getriggert haben, in unserem Fall das Pan-Event, was wir hier übergeben mit EV, und sagen einfach Delta X. Was heißt, wenn wir das jetzt aktualisieren und hier mal gucken, dann seht ihr jetzt links so eine Zahl, das ist einfach die Pixelangabe, die ich gerade von meinem Startpunkt zurückgelegt habe. Was heißt, wenn ich in der Mitte der Box anfange, ich aktualisiere mal, dann ist es wieder leer, ich fange in der Mitte der Box an, ziehe meine Maus nach rechts und wir sind bei minus 184. Wenn ich in die andere Richtung gehe, dann bin ich auf einmal bei plus 143. Das heißt, ich kann so hin und her gehen und weiß genau, wie viele Pixel mein Mauszeiger zurückgelegt hat, solange ich die Maustaste gedrückt halte, beziehungsweise solange ich halt den Finger auf dem Display habe. Und was bringt mir das? Ich kann zum Beispiel sagen, dass ein Bild einfach mit der Left, mit dem Left-Attribut in CSS nach links oder rechts verschoben werden soll, je nachdem, wie sich halt der Delta-Wert verändert. Das heißt, so könnt ihr diesen Effekt, der hier zu sehen ist, mit dem Pan ganz einfach steuern, indem ihr einfach dem Bild, was hier im Hintergrund ist, sagt, das Bild ist normalerweise zentriert, guckt also hier links und rechts jede Menge, also da guckt das einfach rüber, guckt das raus. Und sobald ich den Mauszeiger bewege, verändert sich die Position vom Bild. Und so kann man praktisch diese drei ziemlich simplen, also diese drei ziemlich simplen Touch-Gesten verwenden und ohne wirklich viel Zeit und Arbeit zu investieren. Deswegen sollte man dieses Framework auf jeden Fall im Hinterkopf haben, wenn man vielleicht nicht gerade mit jQuery mit Kanonen auf Spatzen schießen will, sondern einfach vielleicht wirklich nur Swipe Left, Swipe Right für einen kleinen Slider braucht. Und dafür ist dieses Framework wirklich, wirklich super. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt, schreibt mir einfach auf Twitter, dort antworte ich im Regelfall sehr, sehr schnell. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr Anregungen für neue Videos habt oder Wünsche. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, unten in der Videobeschreibung befinden sich dazu noch ein paar Affiliate-Links, da könnt ihr einfach mal drüber schauen und diesen Channel etwas unterstützen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao.